Boah. Den Typen ja, puh, durch die KI von den Monstern. Mal schauen. Ich glaube nicht. So, jetzt eigentlich nach links, aber ich gehe jetzt mal nach rechts. Einfach mal, um zu schauen, was dort ist. Ich meine, man kennt das ja. Geh nie in die Richtung, in die es dir gesagt wird. Geh immer irgendwo hin. Und da drin ist eine kleine. Ja, ich stürme einfach mal. Und was haben wir da? Die neuen Ghule! Der uns gerade downhaut, was auch klar ist. Und dort. Aber das war klar. Ich wollte euch nur mal die neuen Ghule zeigen. Obwohl ich glaube, beim ersten Mal habe ich sogar Dorn bekommen. Aber diese Mistviecher, ey, ich hasse die so dermaßen. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wie ich die hasse. Das ist krank. Weil die kommen dann so extrem schnell angeflitzt, dass du überhaupt nichts mehr dagegen machen kannst, irgendwie. Vor allem, wenn du dann mit der Muskete um und umläufst. Das. Ja. So gut lassen die sich nicht bekämpfen, sagen wir es so. So, und dann gehen wir mal. Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, wir sollten nicht in diese Höhle gehen. Nicht Hölle, Höhle. Genau. So. Dann sind wir jetzt sogar gleich im Piratenlager. Noch ein paar. Boah, hier sind aber viele Pflanzen. Und wo kommen wir hier hin? Ach, da runter. Da wollte ich, da muss ich wirklich mal hingehen. Ich ist mir so eingefallen. Und was haben wir denn hier? Was sind das für komische Viecher? Termiten! Große Termiten. Wehe, der spuckt uns jetzt an. Na sicher will er uns anspucken. Himmel, sind die Viecher noch leicht. Habe ich jetzt verstanden? Na. So, von dem bekommen wir Sicheln. Und sonst war hier eigentlich eh nichts. Doch, da war noch eine Heldenkrone, also Schädelblüte. Ich werde nach dem Projekt vielleicht sogar mal Risen 1 Let's Playen. Selbst habe ich das irgendwie noch nicht einmal durchgespielt. Ich habe es, glaube ich, nur zu 99% durchgehabt und dann hatte ich irgendwie keine Lust mehr und dann habe ich LPs geschaut. Keine Ahnung warum. So, die Äffchen, da werden wir auch noch bekämpfen. Mit ihrem neuen Schwierigkeitsgrad. Ja, kommt von beiden Seiten, ist ja kein Problem. Jetzt gehst du dann. Parieren kann man die ja nicht, das ist jetzt blöde. Jetzt geh, jetzt stirb, brav. Na, steckst die Waffe weg. Kralle, Kralle. Hey, Krallenaffen, Troppen, Krallen. Welche Überraschung. Das hätte jetzt sicher keiner gedacht, oder? Dass Krallenaffen Krallen droppen. Poco-Bild. Nur ein Tempel, der, ich glaube, gar nicht aufgeht. Ich hätte nicht aufbekommen. Oh, Maki-Beere. Verdammt. Ich entdecke gerade mal das Tor. Na? Entdecken, Tor und so.
Ah, ich bereite auch mal gleich meinen Proviant zu. Aber zuerst sammle ich noch mal ein bisschen auf. So, jetzt. Fisch, rohes Fleisch, rohes Geflügel. Und jetzt haben wir schon wieder. Oh. Proviant. Hä? Ah, da, Proviant. Ich bin blind. Jetzt haben wir schon wieder 19 Proviant. Und entdeckst du jetzt bitte mal das Tor? Das große Tor gefunden. Okay. Ja, dann nehmen wir noch da. Da, Goldklee und eine Kiste. In der 12 Gold Proviant drin ist. So, und jetzt haben wir hier das Kügelchen. Jetzt können wir da immer wieder hinreisen, weil ich muss hier noch Patty abholen. Und ein paar Quests abgeben. Hallo Texturen, die nicht geladen sind. Ja, Die Sache mit dem Prinzip Glock ist erledigt. brav. Jetzt bist du dran. Und? Hast du das Fleisch mitgebracht? Hier, mit schönen Grüßen von Tompkins. Gut. Das wäre dann alles für heute. Hier hast du deine 200 Goldstücke. Deine Freundin müsste auch fertig sein. Du kannst das Geld ja mit ihr teilen. Jo, Paddy. Grüß Gott. Gehen wir ein Stück, damit wir in Ruhe reden können. Okay. Ich habe uns ein wenig Proviant besorgt. Ich nehme wirklich lieber das Gold anstatt den Proviant, weil ja, das Gold ist mir am Anfang wirklich noch wichtiger. Proviant werden wir noch zu Genüge bekommen. Gut gemacht. Später. Her damit. Nicht so schnell. Der Koch hat dir Gold gegeben. Was ist mit meinem Anteil? Den behalte ich erstmal. Alles klar. Und ich behalte den Proviant auch erstmal. Und wenn du dann unterwegs Hunger bekommst, kannst du dir ein paar Wurzeln ausgraben. Ich habe 20 Proviant, das reicht mir eigentlich fürs Erste. Habe ich die Kiste schon geplündert? Ja. Was brauchen wir denn jetzt noch? Schauen wir mal im Quest-Log. Finde Stahlwert, ja, blablabla, Piratenkluft. Piratenpost, Kopfgeld. Ja, Kopfgeld kann ich mir gleich holen. Und die Kleidung eines Piraten. Okay. Perle brauche ich noch, genau, ja. Gut. Dann gehen wir mal unsere 600 Goldstück abholen. Hallo, du unsympathischer Typ. Ich habe ja ein paar Köpfe für dich. Heike, das ist ja barbarisch. Du wolltest doch die Köpfe haben, oder nicht? Na, ich hatte erwartet, dass du mir ihre Leichen bringst. Nicht, dass du ihnen die Köpfe abhackst. Ja, aber von einem Burschen wie dir sollte man auch nichts anderes erwarten, nicht wahr? Wie auch immer, hier ist deine Belohnung. 100 Goldstücke pro Kopf. Was? Hey, wir hatten uns auf 200 pro Kopf geeinigt. Ah ja, das sind dann 600 Goldmünzen. Brav. Jetzt frage ich mich, wozu braucht er die Leichen? Wozu wollte er von uns die Leichen haben? Das beängstigt einen. Ja, stehlen können wir sowieso nichts, weil die... Ja, da kann man nicht stehlen. Ohne, dass man sie kaputt klatschen muss. Was war noch? Jetzt können wir dann gleich mal schlafen gehen. Jo, wie viel Gold haben wir denn jetzt eigentlich? 1662, das ist gut. Und ich heule mich jetzt erstmal schlafen. Jetzt nicht. Raus hier! Hau schon ab! Was heißt, wenn ich angegriffen werde? Hallo? Vermisst wirklich. Ja, dann schlafe ich halt in dem Bett. Du bist wirklich selten. Was soll das denn werden? Direkt vor meiner Nase.
Ja, ich schlafe doch. Wenn du hier nur Ärger machst, schmeiß ich dich raus. Ja, und das Geile ist, die sind jetzt die ganze Nacht hier gestanden und haben mich bewacht. Das ist doch irgendwie noch ein Service, oder? So, ich gehe jetzt nur mal kurz in den Gefangenen rauf, weil ich habe jetzt 1662 Goldstücke. Bei dem könnte man doch Taschendiebstahl nutzen, wir zerlieren. Ach komm, jetzt renn endlich rauf. Wie viele Punkte habe ich? Gut, dann werde ich gleich mal Gerissenheit um 1 erhöhen. Ich weiß, es ist momentan noch dumm, auf 1 zu gehen, aber das habe ich beim ersten Mal auch gemacht. So kommen wir dann viel schneller an Gold. Mach mich zu einem guten Dieb. Es ist alles eine Frage des Goldes. Ja, das sagt der Gefangene immer. Taschendieb. Ja, ich will mal ein Taschendieb werden. Ich will ein guter Taschendieb werden. Ha, da hast du ja noch einiges vor dir. Ein guter Taschendieb kann seinem Opfer das Kissen unter dem Hintern wegmopsen. Aber du kannst mit einfachen Sachen anfangen. Wichtig ist, dass du dein Opfer ablenkst. Und ein bisschen vorsichtig solltest du natürlich auch sein. Um besser zu werden, musst du mehr über die Diebeskunst lernen. Ja, hätte ich mir schon fast gedacht. Ja, später. Später. Und wie komme ich jetzt an die Perle? Wie komme ich an die Perle? Okay, pass auf. Du gibst dem Typen einen Grog aus. Und wenn er ihn trinkt, greifst du an sein Ohr und ziehst die Perle raus. Wenn du vorsichtig bist, merkt er nichts. Das soll klappen. Die Perle geht ganz leicht raus, glaub mir. Ich weiß, wovon ich rede. Schließlich habe ich das Ding jahrelang getragen. Gut, dann werde ich ihn jetzt mal die Perle klauen. Bis Kunst 10. Lust auf einen Grog? Da sage ich nicht nein. Was glotzt du denn so dämlich? Oh, nichts. Ich hab mich nur gewundert. Worüber? Wie schnell jemand Grog trinken kann. Darin bin ich Profi. Ja, das glaube ich dir. Aber in Leute bewachen, da bist du nicht der Hellste. Ja, dann legen die schwarze Perle einfach mal an, weil dann haben wir nochmal Gerissenheit plus 1. Und jetzt könnten wir. Oder warte, können wir das? Ich frage ja mal. Mach. Es ist alles. Bring mir bei, wie man Schlösser knackt. Kein Problem. Besorgt mir einfach einen Dietrich. Sobald ich hier raus bin. Das Problem ist. Jetzt ist es ja. Es ist ja eigentlich als kostenlos angezeigt gerade geworden, stimmt's? Später. Er wird trotzdem 1000 Gold dafür verlangen. Was denn auch sonst? Gut, jetzt haben wir Patty wieder im Jetzt haben wir Patty im Gepäck. Ja. Ach, dann gehen wir mal wieder zum großen Tor. Hey du! Wo willst du hin? Ich suche das Piratennest. Moment, du kommst doch aus Puerto Sacarico. Nein, ich komme vom Himmel gefallen. Zur Inquisition? Nicht mehr. Sie haben mich rausgeschmissen. So, so. Und woher weiß ich, dass du kein Spion bist? Ich habe doch das Kopftuch. Ich habe doch das Kopftuch. Und einen Ohrring. Und? Bist du ein verwegener Pirat? Klar. Warum sollte ich dir glauben? Ich bin mit Patty unterwegs, der Tochter von Captain Stahlbart. Stahlbart hat viele Töchter. So, jetzt haben wir sie. Sie ist deine Lieblingstochter. Genau. Tja, vermutlich hast du recht. Alles klar, öffne das Tor! Jo, und durch diese Silberzunge haben wir uns jetzt wieder einiges erspart. Und zwar hätten wir jetzt eigentlich so rumlatschen müssen, um dann hier irgendwo reinzugehen oder hier. Nein, hier ist schon der Eingang, genau. So, haben wir uns wieder einen langen Weg erspart. So, dann gehen wir erstmal. Das erste, was wir machen, wenn wir Piraten das sind, stehlen. Ein Kiste. Und dahinter liegt Fleisch. Rum und Gold. Und rohes Geflügel. Rohes Geflügel. P-
Patty kann einfach so mitlaufen, ohne zu schleichen. Das fällt keinem auf, nur wenn ich normal gehe. So, und ich habe mir gedacht, weil da hinten ist ja der Tempel. Da habe ich mir eigentlich gedacht, dass ich den so off sprengen kann. Ist der off? Sieht offen aus, oder? Oh, die lässt sich nur so blöd steuern. Das muss doch eigentlich... Also, mir würde nichts anderes einfallen, als das so aufzuschießen. Ich meine, wozu sind die Kanonen sonst da? Aber das funktioniert halt nicht. Ich habe keinen Plan, wie das sonst funktionieren soll. Hast du nichts zu tun? Nö, ich nehme nur den Apfel vor der Nase weg. Oh, da hinten ist ein Patron oder ein Goldbeutel. Und eine Fackel. Und eine Schädelblüte. Und ich weiche aus. Ach ja, genau, das Hochklettern funktioniert jetzt auch schon. Ab jetzt. So. Jetzt haben wir hier nochmal Kanonen. Ein Bier. Schrotmunition. Schrot. Puh, ich weiß gar nicht, ob ich Schrot verwenden werde. Ich hab's nie verwendet. Also Schrotflinte. Und ich sehe da schon Stahlbärts Flagge. Gehen wir erstmal ins Nest rein. Jojo. Das erste, was ich mache, ist jetzt mal auf das Schiff zu gehen. Danach können wir alles andere.